Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Pocket Letter gebastelt im Kawaii-Stil mit Pandas und Einhörnern. Dieser Pocket Letter ist für den lieben Sam vom Kanal Kreativ Panda und wir beide haben einen Pocket Letter-Tausch vereinbart. Und das hier habe ich daraus gemacht. Ich habe einmal ja, so Einhörner aufgeklebt auf diesen Cardstock und ich liebe diesen Block. Also diesen Block habe ich aus dem Action, der nennt sich Lovely Mystery und den habe ich schon ganz oft benutzt für meine Sachen, die ich gebastelt habe. Und ich habe darauf dann halt diese Einhörner geklebt und die Sticker und dann habe ich da so leicht innen drin auf die Karten dann auch so Watte draufgeklebt, so ganz leicht. Also hier ist zum Beispiel nicht so viel Watte, auch nur so ganz minimal und das sieht man fast gar nicht, aber so ganz leicht kann ich euch das nochmal genauer hier zeigen. Und dann habe ich dann das Ganze so mit Glitzersteinchen, Bordüren auf verziert an den Rändern hier und auch so hochkant und hier an der Seite einmal so eine ganz lange Bordüre runter. Auf der Rückseite habe ich das auch gemacht und ich habe dann einmal so große Panda-Bären aufgeklebt. Die habe ich nämlich aus einem kleinen Stickerbuch von Create Your Panda von Depsche. Da gibt es nämlich so kleine Heftchen mit verschiedenen, ja, mit Einhorn. Dann gibt es auch welche mit einer Katze, mit einer Meerjungfrauenkatze und dann mit Panda-Bären. Und da fand ich dieses Heft so schön. Ich habe das euch schon mal vorgestellt in meinem Kawaii-Haul Müller und Sustrina. Da habe ich das einmal gezeigt. Da könnt ihr gerne vorbeigucken, wenn ihr Lust habt. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und da hatte ich diese Idee mit diesen Panda-Bären, dass ich die mir dann einfach so, ja, ausschneide und dann da drauf klebe. Und hier habe ich dann auch einen drauf geklebt. Und hier sind ja auch so Sternchen. Also, da ist dieser Panda-Bär einmal so im Schlafanzug und das passt dann hier einfach. Hier sieht das zum Beispiel ja mit den Sternchen und mit der Sternschnuppe und mit den Wolken. Das ist dann so, als wäre es schon so Nacht oder wird es Nacht werden und da passt es hier so ganz süß mit diesem Panda-Bären, der schlafen geht oder schon. Dann habe ich dann hier unten einmal so einen Superman-Panda-Bär mit dieser Watte und auch mit so einem Schlafanzug und ja, farblich finde ich passt das hier auch ganz gut mit dem Rosa und mit den rosa Einhörnern beziehungsweise dann hier ist es ja auch so leicht rosa-rosé auf dem Cardstock drauf. Und hier unten habe ich das Ganze dann nochmal mit so einer leichten Rosé-Watte draufgeklebt, dass es so ein bisschen plastischer wirkt. Ja, so sieht der einmal von vorne einmal aus. Ich schwenke einfach mal meine Kamera, so von oben. Könnt ihr den einmal so sehen? Und auf der Rückseite habe ich dann einfach Einhornsticker draufgeklebt. Weil ich mag ja sehr gerne immer so Cardstock, der beidseitig bedruckt ist. Das ist auch immer sehr praktisch für Pocketletter. Dann kann man halt das hintere Motiv dann einfach, die hinteren Karten dann auch gestalten. In diesem Fall habe ich dann einfach nur Einhörner drauf geklebt, weil mein Fokus war auf dem vorderen Pocketletter. Und hier an der Seite, da habe ich dann noch einmal so eine, ja, so eine Glitzer Stein, Bordüre aufgeklebt mit Sternchen und runden Kreisen. Ja, so sieht der einmal aus, der Pocket Letter. Und zu dem Pocket Letter gibt es dann auch noch so ein paar Goodies, die kann ich euch auch einmal zeigen, die ich gefunden hatte. Ich habe dann einmal so ein Badesalz, da fand ich den Panda so ganz süß drauf. Dann habe ich mir gedacht, das lege ich dann einfach mal bei. Dazu gibt es dann auch noch so einen Kuli. Und ich habe noch so einen Waschlappen gefunden im Primark. Ich fand den so ganz süß.
Man kann den ja als Waschlappen benutzen oder man kann sich den auch hinstellen. Und da hatte ich so die Idee, dass man, wenn man sich einfach so ein Trinkglas nimmt, so ein kleineres, dann kann man einfach den Panda-Bären einfach da so drüber setzen. Und dann hat man so einen Panda-Bären, der so steht. Also kann ich euch das so einmal so zeigen. Ich fand das so ganz süß. Ja, und das bekommt so dann der Sam. Das werde ich dann am Montag verschicken vor meiner Arbeit und ich muss mal gucken, wie ich das Ganze dann verpacken werde und wie das in den Umschlag hineinpasst, weil ich bin noch am Überlegen, ob ich einen gepolsterten Umschlag nehme oder einen ungepolsterten. Ja, dann sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ich sage einmal bis demnächst. Tschüss!